In den letzten Tagen gab es auf Twitter und anderen Plattformen ein paar neue Informationen zur neuen Nachhaltig-Leben-Erweiterung, welche ich in diesem Video zusammengetragen habe. Zuallererst gibt es neue Infos zur Umweltverschmutzung im Spiel. Diese wird in allen Welten außer Strangerville, Granite Falls und Salvadorada stattfinden. Für alle, die das nicht wollen, kann man dies ebenfalls auch in den Optionen deaktivieren. Eine weitere freudige Nachricht: Die Leitern, welche man schon im Trailer gesehen hat, können von allen Spielern dank Gratis-Update benutzt werden. Wenn man die Erweiterung installiert hat, steht aber noch eine zweite Version bereit. Neben dem normalen Hoch- und Herunterklettern können die Sims hier aber auch herunterrutschen. Leider wird es in diesem Pack keine neuen Missionen wie in Strangerville geben. Neue übernatürliche Wesen sucht man in der neunten Erweiterung ebenfalls vergeblich. Auf dem offiziellen Giphy-Account der Sims lässt sich zusätzlich ein Gif mit einer Art Fleischwand erkennen, welcher mit dem Tag Laborfleisch markiert wurde. Dieser kommt wohl ebenfalls mit der neuen Erweiterung hinzu. Neu ist auch ein neuer Gemeinschaftsgrundstücktyp, welcher in allen Welten festgelegt werden kann. Ebenfalls im Trailer versteckt wurde diese neue vertikale Pflanzenwand, in der man seine selber angebauten Pflanzen verstauen kann. Auch die Fahrräder aus Andi-Uni werden in diesem Pack wieder enthalten sein. Ein weiteres cooles Detail: Die Kerzen im Spiel brennen langsam ab. Wenn ihr bei der neuen Erweiterung ordentlich sparen wollt, schaut bei Instant Gaming vorbei, welche das Pack immer etwas günstiger haben. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt auch gerne einen Daumen hoch und lasst ein Abo da. Was denkt ihr über die kleinen neuen Infos? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.